Ja, mit Thanksgiving startet jetzt inoffiziell sozusagen das Weihnachtsgeschäft hier in den Vereinigten Staaten, Frau Navidi. In der Vergangenheit hat man das ja immer gesehen, gerade auch am Black Friday, endlose Schlangen vor den Läden. Ist das in diesem Jahr auch so oder gehen die Menschen alle online einkaufen? Nein, der Eindruck mag täuschen. 90% des Umsatzes werden immer noch erzielt im klassischen Ladengeschäft. Allerdings hat der Onlinehandel den größten Zuwachs zu verzeichnen. Dort sieht man ein Wachstum von ca. 15%, während der normale Einzelhandel nur bei unter 3% liegt. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Werden Sie jetzt auch am Black Friday sich auf den Weg machen und einkaufen gehen? Und wenn ja, dann online oder offline? Nein, ich kaufe nicht gerne ein. Ich mache alles online. Da gibt es ja das ganze Jahr über Schnäppchen. Also meine Portiers haben mich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr mit Einkaufstüten gesehen. Bei uns kommt alles in Boxen an. Ganz grundsätzlich, die Situation, die wirtschaftliche Situation in den USA ist ja eigentlich recht gut. Die tiefste Arbeitslosenquote seit fast 50 Jahren. Können wir entsprechend auch erwarten, dass die Amerikaner jetzt zu Weihnachten besonders spendabel sein werden? Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft sind relativ gut. Man sieht ja auch, dass die Löhne angestiegen sind. Der Effekt der Steuergeschenke wirkt weiter fort. Und dann kann man auch erwarten, dass die Amerikaner etwas vorgreifen werden, den erwarteten Preiserhöhungen, also durch die Handelskriege zum Beispiel. Also Aussichten zum Beispiel für Elektronikartikel wie Fernseher, Bekleidung oder auch Haushaltswaren sind recht gut. Die Aussichten sind gut, sagen Sie, aber wenn man sich mal die Aktien anguckt aus dem Einzelhandel in den letzten Wochen, da ging es teilweise massiv nach unten. Warum? Investoren sind skeptischer, ihr Ausblick ist gemischt. Das liegt insbesondere an dem wachsenden Druck des Onlinehandels, aber auch an den nachlassenden Konjunkturaussichten für die USA und weltweit und dann natürlich auch angesichts der Risiken, wie zum Beispiel der Handelskriege. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.